Herzlich willkommen, liebe Kurpfalzjäger-Community. Heute zu einem weiteren Produkt-Testvideo. Und zwar heute geht es um Lampen. Und zwar um Lampen der Firma Olight. Firma Olight hat mir zwei Lampen zum Testen zugeschickt. Sie hat mich darum gebeten, sie auf Herz und Nieren zu prüfen und das Ganze in einem Video zusammenzufassen. Und ja, wir haben zum einen eine taktische Taschenlampe, die Warrior X4. Und wir haben eine Stirnlampe, auch das brauchen wir immer bei der Jagd, und zwar die Arai 2. Und diese beiden Lampen schauen wir uns heute ganz genau an. Fangen wir an mit der taktischen Taschenlampe, die Warrior X4. Ich bin ja selber Kunde bei der Firma Olight und habe mir schon viele Lampen dort gekauft. Die beiden habe ich jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, um sie zu analysieren. Ich bin ein extremer Fan dieser Lampen, weil sie extrem hochwertig sind. Und es fängt schon an bei der Verpackung. Wenn man die Verpackung sich mal anschaut, es ist wie so ein Apple-Produkt. Ja? Ich bin selber ein Apple-Jünger und das Ganze ist wirklich in einer sehr, sehr hochwertigen Verpackung. Ja, mit einem Clipverschluss, mit einem magnetischen. Und wenn man das Ganze dann aufmacht, das ist wirklich extrem toll verpackt. Und auch mit einer kleinen Begrüßung, mit einer persönlichen. Und wir packen jetzt mal die taktische Taschenlampe, die Warrior X4, aus. So, wir haben zum einen die Taschenlampe, ein passendes Holster mit dazu. Es ist ein Clipholster, wird einfach nur eingeklippt, kann man in den Gürtel reinklipsen. Schnell und effektiv, wie es bei einer taktischen Taschenlampe sein soll. Und wir haben natürlich noch das Zubehör, also das Ladekabel und die Bedienungsanleitung. Auch das braucht man natürlich. Ja, die Lampe ist sehr, sehr hochwertig verbaut. Sie ist auch schwer, ganz hochwertiges Material. Sie hat zwei Modi, einmal Modus Normal. Das heißt, da gibt es ein etwas dunkleres Licht und einmal volle Ausschöpfung, die 2600 Lumen. Und dann hat sie noch einen taktischen Modi. Und in diesem taktischen Modi kann man hier mittels eines Drehschalters wechseln. Und da habe ich dann eben eine mittlere Lichtstärke sowie ein Stroboskoplicht. Für uns jagdlich interessant ist in allererster Linie der normale Modus. Da habe ich ein etwas dunkleres Licht und einmal ein etwas helleres Licht. Außerdem ist die Lampe per USB zu laden. Und wenn man hier, hat man so einen Drehregler, und wenn man diesen Drehregler aufmacht, dann kommt hier die Öffnung des USB-Kabels. Ist natürlich perfekt, weil wenn man das Ganze hier zumacht, dann ist die Öffnung geschützt und es kann kein Dreck reinkommen. So, hier hinten haben wir den Einschalter, den können wir mit dem Daumen, wenn wir die taktische Taschenlampe in der Hand haben, mit dem Daumen einschalten. Und ich kann den entweder halb durchdrücken, dann habe ich das etwas dunklere Licht, oder ich kann ganz durchdrücken, dann habe ich das etwas hellere Licht. Wir schauen uns nachher natürlich auch noch das Ganze im Dunkeln an, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie sehr kann diese Lampe ausleuchten, wie stark ist denn diese Lampe überhaupt. So, wir können in den taktischen Modus wechseln, indem wir das Licht einmal anmachen, dann die Endkappe abschrauben, bis das Licht ausgeht, dann wieder zuschrauben und jetzt ist die Lampe im taktischen Modus. Jetzt habe ich entweder ein Stroboskoplicht oder, wenn ich nur halb durchdrücke, habe ich ein mittleres Licht. So, aber genug erklärt. Wir schauen uns das Ganze jetzt im Dunkeln an. So, jetzt sind wir im Dunkeln, um die beiden Lampen zu testen. Einmal die taktische Taschenlampe und einmal die Kopflampe. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, wie gut die ausleuchten. Wir beginnen mit der taktischen Taschenlampe der Warrior X4 und ihren tollen Features. Hier seht ihr im normalen Modus die schwächste Stufe. Diese Stufe reicht aus, um zum Beispiel zu einem Hochsitz zu laufen. Hier seht ihr die stärkste Stufe, mit der man ideal Wiesen oder Waldwege auf weite Distanz ausleuchten kann. Das ist zum Beispiel optimal für Nachsuchen. Die Warrior X4 hat in dieser Stufe eine Helligkeit von 2600 Lumen und eine Reichweite von 630 Metern. Kommen wir jetzt zur Stirnlampe der Arai 2. Auch die werden wir jetzt erstmal gemeinsam auspacken. So. Und hier haben wir das gute Stück. Es ist eine Stirnlampe, die ihr Akku hinten hat. Also das ist nicht in der Lampe direkt verbaut, sondern hinten. Und die kann man dann im Prinzip, wenn man sie aufsetzt, hat man hinten den Akku und vorne die Lampe. Ja, es ist natürlich eine Bedienungsanleitung mit dabei. Hier und es ist ein Ladekabel mit dabei. Auch diese Lampe wird mittels USB-Kabel hinten am Akkupack geladen. Auch hier ist eine Abdeckung vorhanden, dass einfach kein Schmutz in den USB-Anschluss hineinkommt.
Wenn wir uns die Lampe mal genau anschauen, dann sehen wir, dass es drei LEDs verbaut sind. Zum einen haben wir einen Fluter, dann haben wir einen Fokus, also einen Spotlight, und wir haben auch noch eine rote LED. Und das Ganze wird angesteuert durch einen Druckschalter, den man mit verschiedenen Druckpunkten in verschiedene Modis schalten kann. Das Band ist stufenlos einstellbar, sodass es wirklich an jede Kopfgröße passt. Und der Akku-Pack ist natürlich mit einem Kabel verbunden. Das Kabel ist aber hier, man sieht es, gerollt, sodass man hier auch immer eine Spannung drauf hat, dass es nicht irgendwo rumhängt, wo es nicht rumhängen sollte. Was ich persönlich auch immer wichtig finde bei Kopflampen, ist, dass man die Neigung einstellen kann. Und auch hier kann man mit einem Klickraster die verschiedenen Neigungsarten einstellen. Also das ist auch wirklich sehr, sehr stabil. Wenn man das einstellt, das wackelt nicht von selber weg, sondern es rastet immer wieder ein. Die Lampe hat ein Highlight und ein super Feature, was ich extrem gut finde. Und zwar, wenn wir die Lampe anmachen, können wir mittels einer Handbewegung die Lampe heller machen oder dunkler machen. Aber das ist natürlich alles Theorie. Was ich wissen möchte und was ihr wissen wollt, das ist natürlich, wie funktioniert die Lampe im Dunkeln. Und das schauen wir uns jetzt an. Nun schauen wir uns die Kopflampe an. Ich mache sie mal an. So, jetzt haben wir hier die erste Stufe. Ich schaue jetzt mal so ein bisschen nach rechts, da sieht man das vielleicht ganz gut. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit mit der Hand, ohne dass man nochmal die Tastfunktion oder den Taster anfasst, die Lampe heller zu machen, indem man nach oben streicht. Ja, ihr seht, es wird mit oben nach oben streichen, wird es heller. Und wenn ich nach unten streiche, wird es dunkler. Ja, das ist natürlich extrem gut, wenn man Schweiß an den Händen hat beim Aufbrechen oder so. Also wirklich eine sehr, sehr gute Funktion. Heller und dunkler. Wirklich sehr gut. Und jetzt habe ich das rote Licht mal angemacht und auch beim roten Licht habe ich diese Funktion, dass ich es heller machen kann, wenn ich nach oben wische, und wenn ich nach unten wische, dann wird das Ganze dunkler. Wie ihr sehen könnt, sind die Lampen für den jagdlichen Einsatz perfekt geeignet. Beide Lampen, die Warrior X4 sowie die Array 2 Pro, haben tolle Features, die ich nicht mehr missen möchte. Einen Link, unter dem ihr die Lampen bestellen könnt, sowie einen Code, mit dem ihr sparen könnt, stelle ich euch in die Beschreibung. Viel Spaß beim Ausprobieren und allseits Weidmannsheil, euer Kurpfalzjäger.